Wieso will man in Japan leben? Mach Schule gut und so, aber auch versuchen, outside the box zu denken. Hast du eine Freundin? Ich glaube halt nicht, dass die in Japan so viel Wert darauf legen, dass man sich eine eigene Meinung bildet und dass man kritisch etwas irgendwie hinterfragt. Ja, wie viel verdiene ich? So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ja, ich bin heute in Shinjuku hier in Tokio unterwegs und werde in diesem Video ein paar Fragen beantworten, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Ja, ich habe das ungefähr so in drei Kategorien aufgeteilt und ihr seht es dann auch in den Timestamps, da könnt ihr gucken, ne, was interessiert euch. Aber ja, ich denke mal, das ganze Video kann auch durchaus interessant sein und ich würde sagen, wir gehen los zum Shinjuku Gyoen Park und da werden wir die ersten Fragen beantworten. Also bis dann und let's go! So, jetzt bin ich im Park angekommen, hier im Shinjuku Gyoen. Ja, ich muss sagen, sehr schöner Park, bin zum ersten Mal hier. Kostet zwar ein bisschen Eintritt, 500 Yen, aber ja, der Park ist mega gut gepflegt, gute Kulisse und ja, gefällt mir sehr gut. Aber ja, jetzt will ich mich mal an die Fragen ranmachen, die ihr mir gestellt habt auf Instagram. Wer da noch nicht folgt, kann da gerne vorbeischauen und mal reinfollowen. Fangen wir mal an, den ersten Fragen hier zum Thema Leben und YouTube. Also, erste Frage ist: Was hast du eigentlich studiert? Ja, sehr gute Frage, weil das habe ich noch nicht so oft beantwortet. Ich habe Geografie in Berlin studiert und ja, wissen tatsächlich nur die wenigsten. Hast du eine Freundin? Ja, die Frage habe ich auch relativ oft bekommen. Beziehungsweise hast du eine Freundin oder wie läuft es so mit den Frauen und so weiter? Ja, also ich habe mich dem Thema wieder ein bisschen geöffnet, habe da ein paar Erfahrungen wieder gemacht. Aber ich bin jetzt nicht aktiv, glaube ich, auf der Suche nach einer Freundin. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber ich denke, ich bin gerade so in diesem Lebensabschnitt Selbstverwirklichung mehr. Und wenn ich dann Richtung 30er gehe, dann werde ich mich wahrscheinlich mehr auf das Thema auch Familiengründung fokussieren. Wobei, ja, das ist natürlich so ein bisschen in der Theorie. In der Praxis weiß ich ja nie, was passiert. Aber das ist so ein bisschen mein Plan. Jetzt in den 20ern erstmal Selbstverwirklichung, dann Anfang der 30er vielleicht das erste Kind. Mal gucken. Wieso will man in Japan leben? Wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich die Frage mit Nein beantworten, weil ich würde schon gerne auch woanders leben. Europa finde ich auch super, Deutschland finde ich halt auch super. Oder auch andere Länder, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, in Japan grundsätzlich zu leben, kann ich mir auch vorstellen, auch länger zu leben. Oder irgendwie einen Standpunkt in Japan zu haben, vielleicht eine Wohnung in Japan zu haben, ein Haus in Japan zu haben. Gut, das muss man sich natürlich irgendwie auch leisten können dann, aber so als Standort Japan irgendwie ein bisschen noch zu haben immer, ist schon irgendwie ein Ziel, denke ich, ja. Aber ja, wenn es jetzt ums Leben geht, dann würde ich auch gern woanders leben und da ist für mich wahrscheinlich Japan so ein bisschen ein Kapitel, ein Lebenskapitel, aber jetzt nicht unbedingt die ganze Story, wenn man es so formulieren will. Was machst du beruflich in Japan? Ja, also ich bin tatsächlich Fulltime-YouTuber. Auch wenn es sich komisch anhört. Aber ja, ich kann von YouTube leben, von den Einnahmen, die ich durch YouTube bekomme. Also das heißt AdSense, auch Werbepartnerschaften, Spenden, ne? Der Support von euch natürlich auch immer am Start, was ich sehr schätze. Genau, also davon lebe ich. Nächste Frage ist, wie viel verdiene ich? Ja, wie viel verdiene ich? Also ich kann ja schon so von den letzten Monaten allgemein sagen, dass ich in der unteren Hälfte des vierstelligen Bereichs verdiene. In wirklich guten Monaten waren es dann auch mal leicht noch in der oberen Hälfte des vierstelligen Bereichs. Aber das sind dann wirklich die guten Monate und ich habe auch Ausgaben für Videos und so weiter. Ich bin happy damit, was ich verdiene und dass ich das machen kann, was ich machen will. Und das ist das Wichtigste. Wie fühlt es sich an mit 100.000 Abonnenten? Ja, ich muss schon sagen, es ist schon ziemlich geil. Es ist natürlich letztendlich nur eine Zahl auf dem Display. Aber es ist cool aus dem Grund, weil es halt wirklich ein großes Ziel auch von mir war, wo ich quasi die letzten 4 Jahre für gearbeitet habe auch. Und das ist eher das Coole, ne? Wenn man sich den Weg so ein bisschen anschaut und dass ich happy mit dem bin, mit den Videos, die ich mache und dass das ganze Wachstum relativ nachhaltig kam und jetzt nicht so von heute auf morgen, sondern ich als Mensch, denke ich, auch derzeit vielleicht wachsen konnte. Aber ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen und ich glaube, das ist erst der Anfang und noch nicht das Ende.
Was inspiriert dich am meisten in Japan? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall denke ich, die Liebe zum Detail hier in Japan, dass alles so bis ins Perfekte durchdacht wird. Wenn du dir allein anguckst, wie pünktlich die Züge sind, dass du genau dort die Stelle hast, die markiert ist, wo der Zug dann auch Millimeter genau irgendwie hält, also die Tür, und dass du dann gerade reingehen kannst. Ja, das ganze Design in Japan auch, die Kreativität und das Essen zum Beispiel, wie zum Beispiel wirklich gutes Sushi schmeckt teilweise. Das ist ja auch mit Liebe zum Detail und das ist schon heftig. Das inspiriert mich auf jeden Fall. Ja, ich würde das, denke ich, so stehen lassen. Das inspiriert mich. Schaust du Anime, liest du Manga? Ja, Anime gucken ja, Manga lesen nein. Ich bin jetzt kein Maniac oder Otaku oder so, aber ich gucke mir schon die Mainstream-Sachen, schaue ich mir gerne an bei Anime auf Netflix. Oft wird ja nach so Tipps gefragt oder Lieblingsanime und so. Aber da würde ich halt sagen, da würde ich eine Serie mal empfehlen, die vielleicht jetzt nicht so mega bekannt ist. Die Leute, die sie kennen, werden sie kennen, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar ist das Japan singt 2020. Ich weiß nicht, ob es auf dem deutschen Netflix auch gibt. Aber die Serie kann ich empfehlen, die ist sehr eindrucksvoll und kann ich jedem empfehlen, der sonst auch jetzt keine Animation oder so guckt. Aber ich würde es dann schon ab 16, sag ich mal, empfehlen. So. Das geht schon zur Sache. Ja. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu starten und kannst du Lebenstipps geben? 100.000 verdient. Jo, vielen Dank erstmal. YouTube angefangen aus dem Grund, ich habe nach dem Abi sozusagen ein Working Holiday mäßiges Jahr in Japan gemacht. Und da habe ich Japan wirklich kennengelernt, so richtig, und die Gesellschaft auch. Das fand ich so interessant, die Unterschiede und die Kultur einfach, dass ich das wirklich irgendwie teilen wollte. Und ich habe zuerst ja überlegt, ob ich ein Buch schreibe, habe dann aber gemerkt, dass YouTube da besser ist oder einfacher geht. Und dann habe ich halt mit YouTube angefangen, ja. Und kannst du Lebenstipps geben? Ja, also was ich, glaube ich, den jungen Leuten jetzt raten würde, die jetzt so 18 sind oder so, würde ich halt sagen, mach Schule gut und so, mach Uni auch gut, das kann man auf jeden Fall ernst nehmen, aber auch versuchen, outside the box zu denken, Systeme zu hinterfragen und über den Tellerrand, wie man so schön sagt, hinauszugucken und sich einfach zu trauen. Wenn man jung ist, soll man sich Sachen trauen, weil da kannst du es noch machen, weil du ja keine Familie hast oder so. Wenn ich jetzt mal dann, nach dem Motto. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich so jüngeren Leuten, denke ich, weitergeben würde. So, ein Matcha Olé geholt in kalt mit Eiswürfeln. Und ja, damit machen wir auch weiter mit den nächsten Fragen, die ihr mir gestellt hat, die zweite Fragekategorie, und zwar Japan-Fragen. So, spannende Orte, die in Anime vorkommen. Ja, ich denke, da gibt es auf jeden Fall in Tokio viel. Aber was mir da auch direkt einfallen würde, ist halt sowas wie Yakushima, die Insel von Prinzessin Mononoke, wurde ja davon inspiriert, wo ich halt auch gerne hin will, weil da die Natur echt krass aussieht und es soll wirklich so ähnlich sein wie in Prinzessin Mononoke. Das würde mir jetzt halt direkt dazu einfallen. Erste Japanreise, was beachten und günstige Unterkunft. Natürlich wäre es halt cool, wenn man ein bisschen Japanisch kann, ja, die Basics so ein bisschen kann. Das hilft auf jeden Fall. Natürlich sollte man genug Geld dabei haben. Man sollte vielleicht sein Gepäck frei halten ein Stück, weil man viele Sachen wahrscheinlich in Japan kaufen möchte, dass man genug Platz hat. Und man darf den Jetlag, denke ich, nicht unterschätzen. Also was man beachten sollte, ist, dass man vielleicht nicht zu kurz nach Japan geht. Also ich würde schon sagen, mindestens 10 Tage, mindestens 2 Wochen am besten sogar, allein den Jetlag irgendwie wegzukriegen, das ist, dauert auch ein bisschen. Vielleicht nichts überstürzen, weil es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Wie soll ich sagen, dass ich ein bisschen Freiraum zu lassen, dass man zum Beispiel sagen kann, man hat jetzt nicht komplett volles Programm, sondern man hat auch noch ein bisschen Zeit, wenn man einem was gefallen hat, dass man da mehr Zeit verbringt oder so. Und ja, günstige Unterkunft. Ich denke, wenn man Airbnb sucht, da kann man gut vergleichen. Und allgemein, ja, booking.com oder so, einfach gucken, ne?
Hostels sind ja auch teilweise relativ günstig. Also wenn das was für euch ist, Hostel kann man auch relativ günstig übernachten. Oder Guesthouse heißt es ja, Hostel, Guesthouse, in die Richtung. Ja, Kapselhotel ist auch günstig relativ, aber das kann man jetzt glaube ich nicht die ganze Zeit machen, da zu übernachten. Hat Japan auch gute Strände zu bieten? Voll, auf jeden Fall. Stichwort Okinawa. Da war ich ja zweimal und da habe ich glaube ich das schönste Meer gesehen, was ich in meinem Leben gesehen habe. Es ist so klar, das Wasser, so schön, dieses türkisblaue, dieses hellblaue. Also Okinawa, die Inselgruppe. Mega schöne Strände, mega schönes Meer. Selbst von Tokio, so 2 Stunden entfernt, wenn du Richtung Enoshima gehst, ist der Strand jetzt vielleicht nicht mega schön, aber auch ganz gut. So, auch ganz schön. Kann man gut baden, denke ich. Also es gibt schon schöne Strände, aber wenn Thema Strand und Meer, wo es am schönsten ist, ganz klar Okinawa. Was machen Japaner mit Freunden, wenn sie ausgehen? Also was auf jeden Fall beliebt ist, man geht in ein Izakaya. Ja, in diese japanische Kneipe, wo man gut mit der Gruppe eben hingehen kann, wo man teilweise auch so einzelne Tische hat für sich und einen einzelnen Miniraum für sich. Das ist sehr beliebt auf jeden Fall. Dann, was noch beliebt ist, ist Karaoke. Ja, also es gibt viele Japaner, die gehen jede Woche in Karaoke auch. Ist eine super Gruppenaktivität auch, weil du einfach deinen eigenen Karaoke-Raum hast. Ich würde sagen, Clubs ist jetzt nicht ganz so beliebt wie vielleicht in Deutschland. Kino ist auch beliebt. Bowling und sowas ist auch beliebt, ja. Wie kann man am besten online Kontakt zu Japan aufbauen? Ich kann auf jeden Fall die App HelloTalk empfehlen. Die ist quasi gerade dafür gemacht und auch fürs Japanisch lernen, wo man sich gegenseitig ein bisschen im Tandem-Modell so helfen kann. Da kannst du, denke ich, auch ganz gut Leute kennenlernen. Wenn man in Japan ist, vielleicht Dating-Apps, kann auch funktionieren. Welche Bezirke sind in Tokio zu empfehlen? Zum Beispiel um Party machen und so weiter. Boah, gibt's viele. Aber ich muss sagen, wo ich wirklich denke, ein Bezirk, der alles hat, der alles irgendwie vereint, ist meiner Meinung nach Shibuya in Tokio. Da, wo auch die bekannte Kreuzung ist, die Shibuya Crossing, weil da kann man wirklich alles machen. Weil du kannst Shopping machen, du hast auch Nachtleben, auch Clubs, Bars, aber auch Cafés. Also ich finde, Shibuya ist so ein Bezirk, wo du halt alles irgendwie machen kannst. Findest du das japanische oder deutsche Schulsystem besser und warum? Ja, das ist echt eine gute Frage, weil darüber habe ich mir letztens auch so ein paar Gedanken gemacht. Also es hat beides, denke ich, seine Vor- und Nachteile. Natürlich kenne ich das deutsche System deutlich besser. Das japanische System kenne ich nur durch Freunde, wie sie es beschreiben und so weiter. Deswegen ist es jetzt nicht komplett ausschlaggebend. Aber ich denke, das Gute am deutschen Schulsystem ist, dass du dir deine eigene Meinung irgendwie auch bilden kannst oder dass du darauf gelehrt wirst, dir deine eigene Meinung irgendwie zu bilden, auch kritisch zu denken und auch diese Individualität, die du hast. Ja, das finde ich ganz gut am deutschen Schulsystem und auch diese gewisse Freiheit. Und am japanischen finde ich halt schlecht, denke ich, diese Konformität, dass alles so, ja, relativ viele Regeln, teilweise unnötige Regeln und natürlich so Schuluniformen und solche Sachen. Ich glaube halt nicht, dass die in Japan so viel Wert darauf legen, dass man sich eine eigene Meinung bildet und dass man kritisch etwas irgendwie hinterfragt. Kritisch denken. Von dem, was ich mitbekommen habe, ist es in Japan nicht so gegeben. Aber was ich aber gut finde, ist, dass du halt den Sport direkt mit der Schule verknüpfst. Ne? Diese Sportclub-Kultur in den Schulen, dass fast jeder eigentlich in so einem Sportclub drin ist. Und da die Zeit dann nach der Schule auch verbringen kann. Dadurch lernt man natürlich auch so Sport, Disziplin und so weiter. Dass die Kinder die Schule auch putzen selber, die gesamte Schule. Also gewisse gute Tugenden oder ein bisschen Disziplin, sowas ist, denke ich, auch sehr wichtig in der heutigen Zeit. Weil ich habe das Gefühl, in Deutschland vielleicht verweichlichen manche ein bisschen. Ist jetzt natürlich meine eigene Meinung nur. Genau, also es gibt Pro und Contra. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, ich habe ein Kind, auf welche Schule würde ich es eher schicken wollen, dann würde ich eher sagen Deutsche. Aber gut, ich habe mich auch noch nicht zu krass mit dem japanischen Schulsystem auseinandergesetzt. Deswegen, das jetzt nur so vom Feeling. So, und damit kommen wir abschließend zu den etwas tieferen persönlichen Fragen.
als dritte Fragenkategorie. Und ja, da lese ich mal die erste vor. Hast du jemals gedacht, dass dein Leben so abläuft? YouTube, Japan und so weiter? Ehrlich gesagt, nein. Es war bei mir echt so, dass ich ein relativ orientierungsloser Geografiestudent war und ich halt gedacht hätte, ich mache irgendwie was mit Geografie oder ich gehe in die Forschung oder was ich immer gesagt habe damals war Stadtplaner als Alibi so ein bisschen, aber ich wollte es nie wirklich machen. Ja, dass das mit YouTube irgendwie so funktioniert hat bis jetzt und mir irgendwie auch neue Türen öffnet, habe ich immer mehr das Gefühl so. Das ist schon sehr cool und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich, also als ich 17 war oder 16 war, hatte ich jetzt nicht so den krassen Japan-Bezug. Aber als ich dann halt mit 18, 19 in Japan für ein Jahr war, da kam so dieses Interesse noch mal mehr zustande. Und seitdem hat sich das so ein bisschen gewendet und das war ja auch der Grund, warum ich YouTube angefangen habe. Und ich glaube, dadurch, dass ich im Abi ein Jahr wirklich in Japan war, das hat das so ein bisschen verändert. Und ja, ich bin sehr froh darüber. Bist du ein besserer Mensch geworden durch das Reisen? Ja, also ich bin jetzt nicht der krasseste Traveler, aber ich reise sehr gerne. Besserer Mensch, und das hört sich so ein bisschen so wertend an, aber ich würde schon, also wenn ich das ja einschätzen würde, dann eher schon ja, weil einfach durch das Reisen dieses über den Tellerrand hinausblicken, was ich ja gerade eben schon mal erwähnt hatte, weil du das halt mehr hast, weil du auch andere Sachen mitkriegst, andere Leute irgendwie kennenlernst, als die, die in deinem Umfeld waren oder Umfeld sind. Du auch aus deiner Komfortzone herauskommst und du gewisse Challenges meistern musst. Ja, vor allem, wenn du irgendwie alleine reist und so. Und du viele neue Eindrücke einfach hast und dadurch den Horizont erweitern kannst. Das hört sich so plakativ an, aber es ist tatsächlich so, finde ich. Und deswegen würde ich da eigentlich auch jedem raten, der die Möglichkeit hat, so nach der Schule einfach rauszukommen. Also raus aus seiner Umgebung zu kommen, selbst wenn es nur ein Studienortwechsel ist, wenn du dein Studium oder so woanders in einer anderen Stadt machst. Selbst das ist schon ganz gut, denke ich. Also ich würde die Frage schon mit Ja beantworten. Ja. Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn du dein Geld nicht mit YouTube verdienen würdest? Genau, da, wie ich gerade gesagt habe, hätte keine Ahnung gehabt, ganz ehrlich. Ja. Aber ich habe immer gesagt, wenn jemand gefragt hat, was willst du so werden oder was willst du mit Geografie machen, ich habe immer dann gesagt, Stadtplaner, einfach als Alibi. Und ich weiß grob, was ein Stadtplaner macht. Ich weiß, dass halt Stadtplanung so eine Sache ist, die einige Humangeografen machen. Aber ich könnte dir nicht genau erklären, was die genau machen, weil ich habe das einfach nur als Alibi-Antwort immer genommen, damit ich eine Antwort habe, weil wenn Leute fragen, wollen sie eine Antwort und ich fand es immer sehr uncool zu sagen, dass ich nicht weiß, was ich machen wollte. Aber vor allem die letzten zwei Jahre war immer im Hinterkopf, dass ich eigentlich YouTube machen will, aber ich habe es nicht gesagt oft, weil die Leute ja nicht YouTube irgendwie nicht als Arbeit anerkennen oder denken, dass man damit irgendwie kein Geld verdienen könnte. Und mir ist auf jeden Fall bewusst, dass sowas wie YouTube nicht ewig, dass man es nicht ewig machen kann, aber man eignet sich andere Skills an durch YouTube. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in ein ähnliches Berufsfeld zu gehen, falls diese ganze Sache nicht mehr klappt oder so. In diesem Bereich, in diesem Medienbereich was zu machen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Leute viel zu weit immer in die Zukunft denken, ja, was wenn nicht funktioniert, aber solange der jetzige Moment geil ist, erhöht es doch die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft auch geil wird oder nicht. Ich gehe jetzt mehr nach der Denke und bisher bin ich damit immer gut gefahren. Was sind deine Ziele für die nächsten 10 Jahre? Oh ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt 24, wenn ich 34 bin, würde ich auch gerne, so ein bisschen aus privater Sicht, erstes Kind würde ich schon gern haben, so zwischen 30 und 35 würde ich, wenn ich es planen könnte, ein erstes Kind haben wollen, also Familie wäre schon cool. Dann, ja, also ich die nächsten Jahre auf jeden Fall das ganze YouTube-Ding nochmal größer machen und mal gucken, was sich daraus noch so ergibt, aus dieser ganzen Sache. Bei unserer Marke Nippon Clothing einen eigenen Shop haben, einen eigenen physischen Store zu haben, das wäre ein großer Traum.
und auch ein Ziel, was in 10 Jahren hoffe ich, dass das einen Nippon Clothing Store oder vielleicht mehrere geben wird. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich dann in 10 Jahren immer noch sagen kann, ich mache das, was mich irgendwie erfüllt und ich habe coole Menschen um mich rum. Und dieses Glücklichsein, ne, das ist, glaube ich, das Ziel, was irgendwie jeder hat. Und ich hoffe, ich habe es auch in 10 Jahren. Klar, solche Sachen wie finanziell gut aufgestellt sein, vielleicht eine Immobilie haben, solche Sachen sind natürlich auch sehr schön. Das könnte man vielleicht auch als Ziel noch da reinpacken. Also eine gewisse finanzielle Freiheit zu haben, ist, denke ich, schon ganz, nicht denke ich, sondern ist schon cool so. So, allerletzte Frage, sehr deep. Worin besteht für dich der Sinn des Lebens? Ja, der Sinn des Lebens besteht darin, sich selber einen Sinn zu geben. Damit ist viel gesagt, aber auch nichts. Ja, also letztendlich weiß niemand, was der Sinn des Lebens so ist. Ne? Deswegen setze ich mich mit der Frage mittlerweile auch nicht mehr so krass auseinander, weil die schlauesten Wissenschaftler, die schlauesten Leute der Welt haben sich damit befasst und kommen nicht zu einem Schluss. Auch was passiert nach dem Tod, letztendlich weiß es niemand so. Ne? Deswegen sollte man sich, denke ich, deswegen versuche ich mich gerade mehr auf das zu konzentrieren, was jetzt in dem Moment ist. Und ja, Sinn des Lebens so ein bisschen, also was für mich Sinn ergibt, Sinn des Lebens ist schon ein bisschen Fortpflanzung auch, dass die Menschheit irgendwie weiterlebt und dass man auch irgendwie dann, also ich will auch Kinder haben und Kinder haben, Kinder machen und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die wichtig ist auch für mich und auch in diese Sinnfrage vielleicht reingeht. Also es ergibt für mich total Sinn, dass das irgendwie ein Teil des Sinnes des Lebens ist, diese Fortpflanzung. Und dann hat eine Person, zu der ich aufschaue, hat mal gesagt, die Welt besser verlassen, als du sie vorgefunden hast. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ob der so realistisch ist, ist natürlich eine andere Frage, aber das finde ich ein schöner Gedanke. Aber ich würde sagen, einfach leben, positiv leben, nett zu seinen Mitmenschen sein, irgendwie positive Energie letztendlich weitergegeben zu haben am Ende des Tages. Ich glaube, das könnte man damit auch beantworten. Ja. So, in diesem Sinne, das war's noch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch ein bisschen Einblick in den Park bekommen, der wunderschön ist. Ich bin hier zum ersten Mal, Shinjuku-Gyoen in Tokio. Mega schön. Schaut da gerne vorbei dann, wenn ihr in Tokio seid. Kann ich sehr empfehlen. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr irgendwie interessant fandet oder so. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut gerne bei Instagram vorbei, bei Discord und bei Nippon Clothing, falls ihr den Kanal weiter supporten wollt und Bock auf Japan-Klamotten habt. Und ja, das war's von mir. Macht's gut und Peace!